gesprochen durch die Propheten. Heute aber hat er zu uns gesprochen durch den Sohn. Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für das, was sie gehört und gesehen hatten. Denn alles war so gewesen, wie es ihnen gesagt worden war. Als 8 Tage vorüber waren und das Kind beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus, den der Engel genannt hatte, noch ehe das Kind im Schoß seiner Mutter empfangen wurde. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Es ist ganz wichtig, denn zuerst einmal, was hier und jetzt passiert, das ist nicht, sind nicht flüchtige Ereignisse, Zufälligkeiten im Laufe der Zeit, sondern in den Ereignissen ist der Herr gegenwärtig. Es ist nicht alles, was geschieht, von ihm direkt bewirkt, so wie Wort der Marionetten an seiner Hand. Es ist zumindest zugelassen. Aber in allem, was Gott wirkt oder zulässt, das hat einen tieferen Sinn. Er verwendet vieles, auch die Dinge, die uns unnütz erscheinen, um seine Pläne zu verwirklichen. Aber in allem begegnen wir seiner heiligen Gegenwart. Und dieses im Herzen bewahren heißt, es in sich aufzunehmen, zu betrachten, in allem, was uns begegnet, den Herrn zu begegnen. Und zuerst einmal Ruhe finden darin und sich innerlich niederlassen in dem, wo wir Gott begegnen. Er spricht zu uns. Er hat eine Absicht. Und das ist das Zweite. Gegenwart des Herrn ist das Erste. Das Zweite ist, was will Gott uns dadurch sagen? Wozu verwendet er diese oder jene Begebenheit? Was denkt er sich dabei? Dann geht es nicht mehr darum, ums eigene zu kämpfen, sondern sich führen zu lassen. Zuerst einmal zu erkennen, was kann ich erkennen von dem, was er mir zeigt. Vieles bleibt im Dunkeln und manches wird im Nachhinein erst bewusst. Aber eigentlich brauche ich nur den einen Schritt erkennen, den ich als Nächstes tun muss. Nicht den Übernächsten und auch nicht den in einem Monat oder in einem halben Jahr. Nur das Hier und Jetzt. Und das tiefe Vertrauen, ja, du weißt alles. Und du führst mich und du gibst.
gibst mir zur rechten Zeit den rechten Weg, den nächsten Schritt. Und so eingefahren können wir unser Leben bewältigen. Wir können die Größe dessen begreifen, der uns alles schenkt, der in allem mit uns ist, der uns nie im Stich lässt. Wir können dann auch mit dem Kreuz unser Ja sagen und unseren inneren Frieden und zu sagen, ja, dein Wille geschehe. So ist es auch mit Maria gewesen. Sie bewahrte alles in ihrem Herzen. Und zweimal in diesem Evangelium kommt vor, so wie es ihnen gesagt wurde. Die Hirten und auch die Eltern von Jesus haben ihm den Namen, der ihnen gesagt wurde. Dieses eingebettet sein in dem, was einem der Herr zeigt. So wollen wir an der Hand der Gottesmutter gehen. Sie ist voller Gnade. Sie ist die einzige, über die man das sagen kann. Und sie lässt uns teilhaben an ihrer Gnade und mit ihr und geformt von ihrem Vorbild gehen wir den Weg.